Chabos wissen, wer das Wort zum Montag ist. Wow. Willkommen zur Folge 4. Heute, wie ihr schon gesehen habt, geht es um ein bestimmtes Thema. Ein Thema, wo sich die Geister dran scheiden, ein Thema, was die Lager spaltet, ein Thema, wo links und rechts gespalten wird. Ne? Ein Thema, was ewig strittig ist, einfach ewig strittig ist. Ja, ihr habt schon gelesen, es geht um schwul, um gay, um warm, um Brüder, es geht um Homosexualität. Ja, Homosexualität, das ist ja immer so eine Sache. Homosexualität ist irgendwie, ich weiß nicht, scheint die Geist, die einen sagen, schwul ist cool, die anderen sagen, boah, die gehören alle vergast oder was weiß ich nicht alles. So, ja, meine Meinung zur Homosexualität ist natürlich, klar, positiv, was sonst, ne? Was soll ich sonst sagen? Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich da nur eigentlich ein was positives Thema zu haben kann. So, ich sehe es so, Homosexualität ist was ganz Natürliches, ja, auch wenn andere sagen, das wäre unnatürlich. Und Homosexualität gehört nun mal dazu. Es ist zum Glück legal in Deutschland. Es ist auch gut, dass es anerkannt wird. Und es ist auch gut, dass es Antidiskriminierung dagegen gibt. Das ist ganz wichtig. Es gibt andere Länder, wo es langsam ja legal ist. Ja, Schutzalter bei 14 bis 18 liegt. Ja, aber wo sich dann der Staat dann nicht so richtig zu bekennen will. Von wegen, es gibt keine eingetragenen Lebensgemeinschaften und sowas. Das ist sehr schade, finde. Aber was soll man da machen? Sind alle staatlich belangt, kann man nicht viel machen, müssen die Leute selber in ihren Ländern da demonstrieren, besonders die LGBT-Community, die es da jeweils immer gibt. Ja, was ich eigentlich jetzt sagen will, Homosexualität, ja. Wir schreiben das Jahr 2013, wir sind also im 21. Jahrhundert, ja, und nicht erst seit vorgestern, ne? Und ich kann immer noch nicht verstehen, warum so viele zum Thema Homosexualität dann, ja, teilweise sogar faschistisch werden, ja. Also für mich ist es ja schon Faschismus, also sexueller Faschismus, wenn man da so Sachen rauslässt, von wegen der Schwule minderwertig wären oder dass sie sogar vergast gehören, was sogar schon Nazisprüche sind für mich. Also verstehe ich echt nicht. Weil ich denke, das ist einfach eine Sache, das ist ganz normal, sowas. Ja, es gibt schon seit dem Mittelalter, seit der Antike. Und da kann ich einfach nicht verstehen, dass das so niedergemacht wird. Ich verstehe das einfach nicht. Ja, ich muss eigentlich sagen, meine Jugend, Teile meiner Kindheit noch waren in den 90ern. Leider bin ich auch mit sowas aufgewachsen, von wegen, dass schwul schlecht sei und unnatürlich, war fast ich nicht schwul hier, schwul da und das ist alles hier so und, boah, Dio mio. Ja, da gab es manchmal einen Freund von meiner Mutter, den es in den 90ern gab. Da habe ich mit ihm Fernsehen geguckt, da gab es eine Szene. Ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, das waren zwei Männer, die da ein bisschen innig miteinander waren. Aber wie gesagt, nicht so innig, weil die 90er waren ja nicht so schlimm, wie es heute ist, wo man Sex schon um 16 Uhr zu sehen kriegt. Ja, da hatte ich, glaube ich, auch mal eine Frage gestellt, ja, warum da zwei Männer miteinander so ein bisschen sehr vertraut miteinander sind. Da kam vorhin nur die Antwort, das wäre ja unnormal sowas, das ist unnatürlich, weil nur mal eine Frau, das wäre normal und natürlich. Ja. Da wächst man natürlich mit sowas auf, weil früher gab es noch kein Internet. Da konnte man sich nicht mal eben so informieren, was ist. Und ja, in der Zeit, wo es einen schwulen Paragraph noch gibt, ne, dieser Paragraph 175, ist klar. Da kriegt man natürlich dann so eine Einstellung damit gegeben. Und eigentlich ist so eine Einstellung nicht normal. Nicht dass man Mann, Frau und Frau für unnormal hält. Und dann erst 94 wurde dann dieser Paragraph 175 abgeschafft, was ich super finde. Das ist eigentlich noch ein Paragraph, wo die Nazis dann auch noch verschärft haben. Also da haben sie von den Nazis dann wohlwollend übernommen, ne? Also mit Kindergeld und den Paragraph, aber sonst alles andere war schlecht von der Nazizeit. Toll. Es gab mal einen Stichtag auf WDR 2, da ging es darum, dass der Schwulenparagraph, der Paragraph 175, abgeschafft wurde. Das war irgendwann 94. Da haben sich dann auch, ja, ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, Altschwule zu Wort gemeldet. Klingt jetzt blöd, aber ich meine das natürlich nicht böse. Also ältere Schwule, die jetzt, was weiß ich, 50, 60 oder so sind. Hier nur auch erzählt, dass sie viele empfindliche Nachteile bekommen haben, gerade weil sie homosexuell sind und das verstehe ich halt nicht. Ich weiß nicht, wie das damals mit den Zeiten war, aber
so locker wie sie in 18 war, es dann anscheinend doch nicht, weil es dann heißt, oh, der ist schwul, der ist nichts wert und was weiß ich nicht alles. Oder sie kriegen den Job nicht, weil sie schwul sind oder sonst was. Heutzutage gibt es für Schwule auch viele negative Bezeichnungen. Da gibt es zum Beispiel warmer Bruder, was aber aus einem Aberglauben herrührt, weil dieses Wort warmer Bruder kommt daher, weil man wohl früher, ich glaube im Mittelalter, wenn das war, geglaubt hat, dass die Haut von schwulen Männern sich wärmer anfühlt, was natürlich Quatsch ist. Wenn ich jetzt 5 Minuten an der Heizung stehe, ist meine Haut auch wärmer, also hat nichts damit zu tun. Mein Bruder sagt ja auch gerne warme Welle zu irgendjemand oder da heißt dann Heizung. Und was ich neuerdings noch gehört habe, jetzt vor ein paar Tagen, also jetzt seit Januar, was neu ist, Roventa. Fand ich auch nicht schlecht, Roventa. Also Roventa, ihr kennt ja Bügeleisen, Roventa, ne? Roventa hat Bügeleisen, weiß nicht was. Da gab es eine Situation, mein Vater ist ja eigentlich auch nicht schwulenfeindlich, aber der hat halt so die Sprüche drauf. Da gibt es irgendeine Sendung, die heißt Shopping Queen oder so, ich weiß nicht, wo die läuft. Also ich gucke mir sowas nicht an, weil mein Vater läuft das, keine Ahnung warum. Da gibt es so einen Guido Maria Kretschmer, heißt der. Ja, und da habe ich ihn schon angesehen, ja, der ist bestimmt schwul. Weil so ein bisschen, weil der hat so ein bisschen auch die Art irgendwie. Ne? Obwohl, das hat natürlich nichts zu sagen, aber es gibt manche, da merkt man schon mal, dass sie halt schwul sind, so. An manchen Gestiken oder wie sie irgendwas erzählen. Ja, dann meinte mein Vater, ja, das ist ein Roventa. Bist du okay? Ja, schwul. Ja, keine Ahnung, woher es mit Roventa rührt, aber. Es gibt ja auch diesen Spruch von wegen, da wäre jemand so schwul, dass er mit der flachen Hand bügeln kann. Ja, wenn ich mir das jetzt bildlich vorstelle, muss ich sagen, gut, muss ich ein bisschen schmunzeln, aber ganz ehrlich, so schwulenfeindliche Sprüche finde ich eigentlich nicht so klasse. Ich gebe zu, ab und zu muss ich bei manchen Sachen auch, ja, schmunzeln, wie gesagt, hier mit Roventa oder halt. So schwul, dass man mit der flachen Hand bügeln kann. Ich habe mir das echt einmal, als mir das erzählt hat, irgendwo gehört hat im Fernsehen, habe ich mir das mal vorgestellt. Aber trotzdem muss ich sagen, muss nicht sein, so Sprüche, ganz ehrlich. Weil Homosexuelle, egal ob jetzt homosexuelle Frauen oder homosexuelle Männer, ja, das sind auch alles Menschen, ja, die haben ein ganz normales Leben, ja. Normal wie jeder andere auch, ja, die müssen Rechnungen zahlen. Ja, die müssen auch auf Toilette, die kriegen auch Post und was weiß ich nicht alles, ja. Und die haben auch Empfindungen, ja, die spüren auch Liebe, Abneigung oder sonst was, ja. Das heißt nicht, dass sie irgendwie abnormal oder so sind oder anders. Ja, ich kann das nämlich auch langsam so ein bisschen nicht mehr hören, ja, was hier so gegen Schwule geht und das geht nicht. So, ich selber, ich bin bisexuell, also habe jetzt auch nicht so viel damit zu tun, aber ich bin halt zwischen Stühlen. So, da ich bisexuell bin, gehe ich auch mit Männern ins Bett, so. So, dementsprechend muss ich natürlich auch die Einstellung haben, dass ich Homosexualität gut heiße, dass ich die akzeptiere, toleriere und also damit voll okay bin, 100%, weil das ist ganz normal halt, ne? So, es hat jetzt nicht auch irgendwie nicht einen sexuellen Aspekt oder so, ne? Gottes Willen nicht. Aber dennoch, es muss da eine Akzeptanz, eine Grundakzeptanz und eine Toleranz von der Gesellschaft geben, ja? Da kann es nicht irgendwelche schwulenfeindliche Sprüche geben oder sogar Rufmord von wegen, ja, die machen sich ja nur an kleine Jungs ran, so wie es irgendwie mal der Christoph Daum gemacht hat. Seitdem hasse ich, der ist bei mir unten durch, der Christoph Daum, ja. Soll ich lieber noch so ein paar Schamhaare schnupfen, ne? Ist bestimmt noch weiß vom Strand da, ja. Also, ich kann das einfach alles nicht ab. Das sind immer so Sachen, das ist für mich Faschismus, ja. Und auch wenn der eine oder andere sagt, ich würde leichtfertig mit dem Begriff umgehen, das ist für mich Faschismus. Da kommt Moslems an, sagen dann ja, Inshallah, das ist eine Sünde, können es aber nicht weiter erklären. Ja? Dann kommen die Christen an, in Nomen der Patris, das ist eine Sünde. Ja, das ist scheiße ist das. Entweder sagen die es mit einem religiösen Aspekt, von wegen, das ist eine Sünde, ja, können es aber nicht erklären. Ja? Gleichzeitig hört man aber, dass früher im Mittelalter halt Männer gab, die junge Knaben genommen haben, was aber schon wieder Pädophilie ist, wo man dann separieren muss. Ja, und es kommen andere. Ja, mit so einer ideologischen Keule, dass sie dann jetzt ankommen, weil sie rechts sind hier, von wegen, ja, sowas gehört vergast oder sonst was, da kann ich mal gar nicht hören, ja. Weder diese religiösen Aspekte, Mann, was ist denn heute los? Weder die religiösen Aspekte von wegen, hier, das ist eine Sünde, wo sie nicht mehr erklären können, warum, ja, wo sie dann nur ankommen, ja, Mann und Frau und alles geheiligt und was weiß ich nicht alles, oder Gottes Schutz und sowas, um Gottes Willen. Oder halt dann die Sache von wegen, ja, mit der ideologischen Keule, dass es schlecht wäre und so. Aber auch ganz schlimm finde ich die Leute, die dann sagen, ja, schwul sei eine Krankheit wäre, oder von wegen, ja, die Schweiz, die hat da jetzt neue Therapieformen und sowas. Oh, da könnte ich echt ausrasten, wenn ich sowas höre, ne?
Das habe ich irgendwie mal im Fernsehen gesehen. War zwar so ein dargestelltes, nachgestelltes Scheiß, aber trotzdem, wenn man sowas hört, das ist Scheiße. Ja, da wird dann ein falsches Bild vermittelt. So, was ist jetzt mit den Teenagern von heute, die jetzt 13, 14, 15 sind, die jetzt, die wirklich vielleicht homosexuell oder bisexuell sind, ja, die dann spüren, oh, ich spüre, ich mag mein eigenes Geschlecht mehr als alles andere. So, da können sie natürlich nicht rauskommen, weil da kriegt man immer so Sprüche zu hören, ja. Oder die Jugend, die auch mittlerweile noch oberflächlicher geworden ist, als sagen wir schon in den 90ern. Ja, dass es überhaupt noch zu toppen ist, das hatte ich nicht gedacht. Ja, dass man da fertig gemacht wird deswegen, dass man zusammengeschlagen wird deswegen und dass man da nicht rauskommt damit. Weil ich finde das schrecklich, dass man hier nicht sagen kann, oh, ich bin schwul und ich möchte so ein Leben leben. Ja, es gibt klar die Älteren, die stehen dazu, ne, die sagen, ja, ich bin schwul, ich lebe auch damit und weiß nicht was. Ja, es gibt andere, die haben viel zu sehr Angst vor der Gesellschaft oder vor solchen düsteren Gestalten haben, vor so Faschisten, dass sie dann ja im Wandschrank leben gewissermaßen. So Closet Faggots, wie es so schön heißt. Ja, das sind dann, was weiß ich, Männer, die bis sogar bis zum mittleren Alter nicht damit rauskommen, dass sie damit mit ihrer sexuellen Präferenz im Wandschrank leben, wie es so schön heißt. Ich weiß nicht, wo der Spruch herkommt irgendwie, aber den gibt es. Nee, also ich finde das irgendwie schrecklich. Also so Schwulenfeindlichkeiten, so kann ich nicht ab. Homosexualität sollte nicht, sollte gesellschaftlich endlich so akzeptiert werden, wie es ist. Ja, nicht mehr, nicht weniger. Man muss das nicht toll finden, das schwul sein oder so, aber man sollte eine Grundakzeptanz haben. Ja, es gibt Leute, die akzeptieren, wenn sich Leute auspatschen gehen bei der Domi, da sagen sie nichts zu, sagen sie, ist nicht mein Ding, aber super. Nur bei Homosexualität, da sagen sie auch nicht irgendwie, finde ich nicht super, aber ist okay. Ne, da sagen sie immer, oh, jetzt einmal so mit Abscheu dagegen sein, das ist Quatsch. Und dann gibt es ja noch die diversen Klischees, von wegen, ja, Schwule so feminin werden oder das immer so und so machen irgendwie. Also ich kannte mal einen Schwulen, der war nicht so. Ne, also das hat nichts damit zu tun, ob man schwul aussieht, wie man so schön sagt, oder ob man sich, weiß nicht wie, gibt. Ja. Es gibt auch die Tunten, die müssen auch nicht unbedingt schwul sein. Ja. Ich habe mal einen Mann gesehen, der sah aus wie eine Frau, wirklich. Also da muss ich erstmal rätseln, ist das jetzt ein Mann oder ist das eine Frau? Das war dann ein Mann. Schwul war er, glaube ich, nicht, aber Tunte. Aber das ist was anderes. So Tunte zu sein ist was anderes, hat nicht unbedingt mit schwul zu tun. Auch, aber nicht immer. So, und man kann den Leuten nur vor die Köpfe schauen. Ja, und nicht innen drin, ob die jetzt schwul sind oder nicht. Ist doch egal. Und mir ist doch egal, ob jemand schwul ist oder nicht. Ja, kommt drauf an, wie der Charakter ist. Ja, entweder ist jemand scheiße, dann ist er halt scheiße. Ist egal, ob er schwul ist oder ob er Piratenpartei wählt oder sonst was. So. Und ich glaube, da müssen die Leute endlich mal langsam mal wieder die Köpfe mal aufmachen. Mal überlegen, ja, mal schön open your mind, ja, es geht so nicht weiter, ja, weil es gibt zu viel Faschismus hier in der Zeit, ja, zu viel soziale Kälte und das alles, und da kann ich einfach nicht angehen, dass die Leute dann ihren eigenen Frust dann auf andere übertragen, ja, auf Schwächere draufhauen, nur auf vermeintlich Schwächere, nur weil es ja so super ist, vielleicht einfach scheiße, ganz ehrlich, sage ich einfach so raus, scheiße. Ich hoffe ja auch noch mal, dass die Akzeptanz ja mal doch mal größer ist, ja, und dass die Leute auch wirklich mal überlegen, was sie da eigentlich tun, was eigentlich scheiße ist, so eine Einstellung zu haben oder hier von wegen schwul, scheiße und was weiß ich nicht alles. Ja. Und nochmal, man muss es ja nicht gut finden oder toll finden, ja. Ich finde auch gewisse Sachen nicht toll, aber ich akzeptiere, dass es sie gibt. Ja. Und da sollen die Leute eine Grundakzeptanz, eine Grundtoleranz haben, ja? Sollen sagen, oh super, es gibt schwule Männer, ja, aber was ich, ob sie jetzt damit zu tun haben oder nicht, bleibt denen überlassen. Aber die müssen dann sich jetzt im Kopf dann klar darüber werden, ja? Sowas gibt es, ja? Leben und leben lassen, ja? Das, denke mal, dürfte nicht so schwer sein, ja? Und die ganzen Ressentiments und alles, ja, die sollen wir mal beiseite legen, ja? Weil es geht um die Menschen selber, nicht darum, mit wem sie ins Bett gehen, ja? Auch wenn es die Leute, auch wenn die Gesellschaft insgeheim dann doch wissen möchte, mit wem man ins Bett geht und wie man es tut. Also, ne? So, ich denke mal, so langsam mache ich jetzt auch mal Schluss, weil ich könnte den ganzen Tag drüber reden, könnte mich den ganzen Tag drüber aufregen, aber das ist einfach nicht wert. Und ich möchte euch allen mal, die das Video sehen, ja, einfach mal einen Denkanstoß geben, ja? Mir ist auch egal, dass, wie mein letztes Video 19 Daumen runter hat, 0 Daumen hoch. Ja? Da sieht man eigentlich, dass die Leute nur wirklich Hass im Kopf haben, nur Grütze. Ja, sonst würden sie das nicht machen. Ihr könnt ja eure schlechte Laune in meinen Videos auslassen mit Daumen runter und sowas. Bringt nichts, weil das Video wird auch trotzdem da sein. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Ja, ist alles legitim, ihr Spießer. So, das war die vierte Folge. Fünfte Folge machst du demnächst.
Also, ich wünsche euch was.